Er wollte eigentlich auch lieben. So, es war so, ne, ich merkte schon so, oh shit, wir geben gerade nicht genug Orientierung, weil es ist ja auch so schwierig, sich vorm Kind dann kurz abzusprechen. Ne, die kriegt ja alles mit, hört ja alles. Und dann hatten wir uns eben umentschieden, meint sie, ja, sie wird gern mitkommen und gesagt, na, wegen Corona kommen und du weißt auch nie, wie lange es dauert. Ja, das macht keinen Sinn und ich möchte auch, dass sie ihren Rhythmus beibehält. Naja, und dann war sie wirklich außer sich, hat hier gelegen, um sich getreten und so weiter. Für mich war klar, ich gehe und habe auch mich angezogen und so weiter. Und dann kam sie nochmal auf mich zugerannt und meinte, Mami, Mami, Mami. Und dann habe ich gesagt, okay, du würdest gern mitkommen. Du möchtest gerne, du machst dir Sorgen um deinen Bruder. Ich sage, bist du irgendwie in der Lage, mir zu sagen, was du brauchst? Ich würde dir so gerne helfen. Und dann sagt sie ernsthaft, Mama, ich brauche einfach noch ein bisschen Nähe. Ach, nur. Und dann sage ich, okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ja. Das kann sie natürlich auch, weil sie das natürlich schon so kennt. Ich meine, die ist 4,5, die ist damit groß geworden. Und dann sagt sie noch, Mama, mir würde dein T-Shirt reichen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ah, und dann ne, ausziehen, zack, T-Shirt oder hol eins, wie auch immer. Es ist wichtig, dass es ein gebrauchtes ist, weil sonst ist ja. Auch gleich alles da gelassen. Sind ihr die Besten? Und das ist einfach so schön, das zu sehen, wenn die Kinder anfangen, über Gefühle, Bedürfnisse sprechen zu können und selber anfangen, sich um sich zu kümmern, weil das hat sie ja versucht. Ne? Jetzt fragt gleich die Klein, aber fein, 147, kann ich das Paket jederzeit buchen? Also dieser Kurs ist jetzt erstmal buchbar bis zum 9.3. Und dann ist es ein bisschen abhängig von meinen Kapazitäten, wann ich den Kurs dann wieder zur Verfügung stelle, allerdings ohne Lives. Also das ist dann wieder so dieses Produkt mit den aufgezeichneten Lives. Das kann ich gerade echt noch nicht sagen, weil das hat mich jetzt schon, wenn ich ehrlich bin, echt viel Kraft gekostet. Mein ganzes Team, es hängt dann doch immer mehr dran, als du denkst. Wir dachten so, ach naja, das Produkt gibt es ja schon. Dann machen wir, weißt du, nee, weil ich, ne, Kati wollte ja dann so, nee, dann nehme ich noch die Geschichten, die möchte ich illustriert haben, dann möchte ich auch Audios haben. Und dann möchte ich das Gefühlskartenset, will auch, und dann möchte ich diese und hier und sechs Meditationen möchtest du auch noch sprechen. Nicht? Ja, die möchten ja auch geschrieben werden und erstellt werden. Nicht? Ja, also deswegen war ich also kurz nach Silvester habe ich angefangen und dann echt auf Hochtouren. Und es war am Ende doch wieder kurz vor knapp, könnt ihr euch das vorstellen? Es war Ja. echt, dass meine Designerin für die Vorlesegeschichten das Wochenende gearbeitet hat und ich versuche immer, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben das Wochenende ist Wochenende. Die sind da natürlich auch und sagen, komm, ey, bei der Phase, wir sind irgendwie da und so und jetzt auch der René, der sich um den Kursbereich kümmert und jetzt, dass auch alle, dass dieses Tischfeuerwerk auch ankommt, das ist ja auch im Hintergrund ein Aufwand mit den Listen und so weiter. Ja, macht er auch und so. Ich bin da auch super dankbar, nur ich erwarte das nicht. Weißt du, und deswegen habe ich natürlich schon versucht, es so zu machen, dass es machbar ist. Und am Ende wurde es wieder knapp. Ist das zu fassen? Und auch das, ich habe ja das Workbook nochmal überarbeitet. Ich weiß nicht, wart ihr beim ersten Live-Webinar dabei letztes Jahr? Na klar, Also nein. du warst dabei, ne? Ja, du nicht. Dann weißt du, Janine, dass das Workbook nochmal anders aussieht, anders Design und es sind noch ein paar, ne? Ja, genau, Ich das. war ja tatsächlich sehr involviert in deinem Prozess und habe mitgefiebert, hab abgefangen, habe beruhigt, Ja, habe genau. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Lassen raus, ja. Ja, und das ist, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Ach, die Frage war, Genau, Paket. ob es den Kurs immer zu buchen gibt. Also erstmal bis zum 9.3., also nächste Woche Dienstag um 23:59 Uhr. Und es wird ihn wieder geben. Ich weiß einfach nicht wann, weil das, ich möchte natürlich, weißt du, ich versuche ja, nicht versuche, sondern ich lebe das, was ich mitgebe. Das heißt, auch die Selbstfürsorge steht bei mir an oberster Stelle. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe bis, was haben wir heute? Heute ist Freitag, ne? Bis letzte Woche. Nee, Samstag habe ich jeden Tag mein Yoga gemacht. Das habe ich geschafft. Und dann ging die richtig heiße Phase los. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich mir den Druck nehme. Weil ich war schon vorher schon so gut organisiert und habe das in die To-Do und so eingefahren. Und dann war einfach, das ist so eine heiße Phase. Wir haben hier eine Deadline für so viele Menschen, dass ich dann entschieden habe und es
gehe ich weg und dann merke ich jetzt wieder, dass ich jetzt wieder anfange, das zu machen. Ansonsten wird es verschleifen, ich sag's euch. Und ich werde morgen anfangen, wieder mein Yoga täglich zu machen, komme, was wolle. Nur die Woche war jetzt eine Ausnahme. Nur Selbstfürsorge steht bei mir an oberster Stelle, weil ich einfach weiß, wenn ich das fallen lasse, dann werde ich zu einer Mama, die ich nicht sein möchte. Das ist genau das, was ich euch immer sage. Ja. Ja, ich sag's mittlerweile auch zu meinen Kindern dann so, ne? Ja, Also genau. ich habe jetzt kommendes Wochenende mein erstes freies Wochenende wieder seit, ich weiß es nicht. Yay! Und liebe Frauen, bitte, es ist alles in Ordnung. Ja, lass sie noch drin, lass sie noch drin. Es Und ist ich ja auch sag's kein dann, Vollmond oder so, Janine, also die Zeichen stehen gut. ja, ich sag's dann auch zu meinen Kindern, ich bin gerade nicht die, die ich eigentlich sein will. Mir steht nur alles bis absolut Oberkante und das kriegen die ja hier total mit in den Prozess. Ja. Und das ist, finde ich, einfach so schön, dass es einfach jetzt geht, dass es jetzt sich auch nicht doof anfühlt, darüber zu sprechen, die Tränen rauszulassen, die Wut und ja, also ich bin dann auch so, dass ich einfach mal eben mit dem Fuß einfach gegen Karton trete. Naja, macht doch nichts. Die Kinder stehen da und ich sage, ja, jetzt geht's mir besser so. Und dann machen es die auch nach und es ist großartig. Naja, Also ich bin ja Typ Türenknallerin. Habe ich lange nicht mehr gemacht, fällt mir ein. Du, das könnte ich doch mal am Wochenende eintüren wieder, hä? Können wir doch mal richtig einen rauslassen. war ich auch sehr als Pubertierende. Na, Das ist mir sehr als unbeschrieben worden. Pubertierende oder davor habe ich gespuckt und gebissen. Ah, nee, das nicht. So sympathisch, ne? Ja. Na, So richtig zum Liebhaben. mich hat halt keiner gesehen und gehört. Da Ja. habe ich doch im Live jetzt mit der Chris habe ich drüber gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, wie die Gedanken unsere Elternschaft steuern. Ja. Ich war früher immer die Furie. Weißt du, Schublade auf, zack, rein, Schublade zu. Und du bist einfach die Furie, egal was du machst. Ob positive Gefühle oder negative Gefühle, Furie. Und das wurde mir nicht immer gesagt und das war auch nicht immer so, aber es bleibt halt so hängen. Ja. Und deswegen, ich finde mein Türenknallen, ich mag mein Türenknallen, weil da verletze ich niemanden, da habe ich einen Kanal, Ja. ne, und ich kann ja immer noch nachher entscheiden, ob ich dann über Gefühle und Bedürfnisse spreche, was ich ja auch heutzutage dann mache. Katrin, was bist du für ein Typ? Wenn wir hier schon, Janine tritt gegen Kisten, ich knalle Türen. Ich kann alles. Ach so. Ganz laut suchen, schreien, Türen knallen. Also manchmal denke ich schon. Nicht, dass die Nachbarn gleich das Jugendamt anrufen. Nee, dann kommen die und dann redest du über Gefühle und Bedürfnisse. Dann Ja, fahren die los. genau. Aber dann, also seit dem Kurs ohne schlechtes Gewissen rauslasse. Schön. Ja. So, Ja, also das ist so einfach schwer. vorher habe Komm, darauf stoßen wir an, Katrin. Dass du dir erlaubst, Gefühle Genau. rauszulassen. Auf euch, auf die Gefühle. Und also das ist einfach schön, dass ich mich dafür nicht mehr schäme. Es kommt einfach raus, es ist so und gut ist. Und überhaupt zu verstehen, dass wir selbst diejenigen sind, die uns das einfach erfüllen und nicht in irgendwelche Erwartungshaltung zu gehen, dass mein Mann jetzt mir irgendwie alles von den Lippen oder den Augen abliest, was ich jetzt gerade brauche und du müsstest es doch eigentlich sehen. Nee, also das war einfach auch so ein Riesen, ja. Geschenk, das zu entdecken und vor allen Dingen das einfach auch zu begreifen. Ja. Ja. Jetzt schreibt gerade, warte, ich will Tschüss sagen. Moni schreibt, ich verabschiede mich bis Montag bei Facebook. Genau, ich bin nämlich Montag live bei Facebook in Ja. der Gruppe, um alle, die schon neu dabei sind, zu begrüßen. Mit allen alten Hasen freue ich mich sehr drauf. Es kommen natürlich dann bis zum 9. natürlich um 23:59 Uhr, hatte ich ja schon gesagt. Ach, Frieda ist auch da. Späteinstieg. Frieda ist doch meine Freundin. Wir sind noch live, Frieda. Ja. Kannst mal sehen. Und Frieda, guck mal hier, was das Schätzchen hat. Nee, du weißt ja, Frieda ist eine meiner, nee, du bist mittlerweile meine längste Freundin. Frieda ist auch in Podcast-Folge 51 und 52 dabei, weil Frieda mir den Arsch gerettet hat, Leute, das sage ich euch. Weil wir nämlich am Montag in der Übungsgruppe habe ich mein Leid geklagt. Es ist alles so aufregend, es ist so viel und die Folge für Montag ist noch gar nicht fertig. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich habe dann gesagt, das Thema Lügen. Ich habe auch schon eine Umfrage gemacht. Damit habe ich mir ein Ei gelegt. Prost, Frieda. Und ich weiß gar nicht. Und weiter, weil eine Einzelfolge ist super aufwendig, weil eine Einzelfolge, weißt du, ist nicht einfach ein Interview, Ja. sondern eine Einzelfolge, die schreibe ich echt runter und überlege mir und mache. Das dauert bis 5 bis 8 Stunden.
wo, wann? Und dann fingen die in der Übungsgruppe an und meinten, naja, dann mach doch mit deinem Sohn ein Interview. Habe ich gesagt, hatte ich doch gerade erst wieder. Also nochmal, außerdem ist er bei seinem Papa, das ist dann wieder Kommunikation und ach, hör mir auf. Und dann hat Frieda gesagt, naja, weil Friedas Tochter ist nämlich meine Patentochter und die meinte, naja, deine Patentochter, die erzählt auch gerne Geschichten. Naja, da hat die Frieda sich aber umgeguckt, habe ich gesagt, Frieda. Na, wir machen zusammen ein Interview und oh, ja, hat sie gemacht, bin ich sehr dankbar und ich bin sehr zufrieden mit den Folgen. Also die Folge für Montag ist ja fertig und wir gehen halt so bestimmte Situationen durch, wo die Kinder gelogen haben, also bei ihr und auch bei mir und gucken mal, wie wir damit umgehen können. Also das ist Frieda, wer sie jetzt sieht. Und Frieda, war nicht Frieda auch die, dich bei der ersten Runde im Webinar so aus dem Konzept gehauen hat, dass sie sich angemeldet hat? Ist es nicht die Frieda? Wo du sagst, Frieda hat sich angemeldet und dann schossen dir die Tränen. Ja, das ist Frieda, ja, das ist Frieda. Das ja, ist Frieda. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann hat sich ja in der ersten Runde noch meine Schwester angemeldet. Da waren wir noch, da war doch beim ersten Webinar letztes Jahr, ist doch dieses System abgekackt und dann haben wir uns bei Instagram wieder getroffen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da sind da tausende von Menschen live und das System kackt ab und du zahlst da echt Geld für. Ja. Ne? Naja, und dann haben wir uns ja bei Instagram wieder getroffen, habe ich dann weitergemacht und dann schrieb meine Schwester, sie hätte jetzt auch gebucht und dann war, also erst kam Frieda, dann kam meine Schwester und dann war eigentlich, dann war vorbei. Dann war vorbei. Ja, das und war mein Mann fragt mich, was ist los, was ist passiert? Ich so, alles gut. Und Frieda, weiß ich jetzt, hat in der Nachbarschaft eine gefunden, die jetzt den Kurs macht und Frieda macht den jetzt mit ihr zusammen, hat sie mir heute erst erzählt. Das heißt, Frieda macht ihn nochmal als schon mal gemachte, mit einer, die neu anfängt. Und ich glaube, das ist auch echt eine coole Kombi. Hm. Kann ich mir jetzt so vorstellen, oder? Ja. Ich weiß gar nicht. Du hast ja mit einer Freundin gemacht, Janine. Katrin, hast du das alleine gemacht, den Kurs? Oder hast du einen Buddy? Oder hast du einen Buddy? Ich habe einen Buddy. Mhm. Und ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht oben aufploppen sehen. Ich glaube, meine Freundin, die heute mitgeguckt hat, macht ihn jetzt auch. Herzlich willkommen. Ja. Dann könntest du den doch mit deiner Freundin nochmal machen. Mache ich dann auch. Ja, das ist doch mega. Das werde ich ihr gleich noch antworten. Ich werde ihr einmal Tschüss sagen, antworte ihr dann und sage, ich mache ihn gerne, nimm mich als Buddy. Du könntest natürlich jetzt, das wäre ja deine Herausforderung, dass du das in eine Einladung formulierst, statt eine Forderung. Ne? Das, das ist ja dein Thema. Ne? Ja. Das. Ehrlich, ich hau mich weg. Ach, wie schön. Ey, wenn ich mir vorstelle, Leute, wie ich vor 14 Jahren damit angefangen habe. Es gab wieder ein Deal. Deal, schreibt sie. Alles klar, Nicole. Deal. You are in, würde ich sagen. Ja, Frieda schreibt auch so mega, den Kurs so gemeinsam zu machen. Nur ich stelle mir manchmal vor, damals, vor 14 Jahren, als ich angefangen habe, gab es keinen Podcast, es gab diesen Kurs nicht. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld. Wie viel schneller wäre ich da, wo ich heute bin, wenn es das alles gegeben hätte? Allein die Bücher. Ich habe schon so viele Bücher in der Hand gehabt. Ich habe sie alle in die Ecke gefeuert. Ich habe gedacht, komm, lass mich jetzt mit dem Kack. Und dann kommt eine Kathi um die Ecke und ich dachte, hallo. Ist so das Gleiche? Nein, das ist ganz anders. Naja, das ist ja mein Anspruch gewesen, nachdem ich mich durch alles alleine durchgearbeitet habe, dass ich gerne was anbieten möchte, um es den Eltern so greifbar und alltagstauglich wie möglich anzubieten. Das ist ja mein Versuch. Ja. Und bisher habe ich weitestgehend das Feedback bekommen, dass ich geschafft habe. Kind und Co. und ich schreibe, ich habe jetzt auch gebucht, bin sehr gespannt. Wir freuen uns sehr auf dich. Wir heißen dich Montag in der Facebook-Gruppe. Herzlich willkommen. Und jetzt hat eben hat noch jemand anders was geschrieben. Ach so, ob jeder einen Buddy braucht. Nein, das ist deine eigene Entscheidung. Also das ist eine Empfehlung von mir, auch vor allen Dingen für bestimmte Übungen macht ein Austausch einfach Sinn. Nur du musst das nicht haben. Oder manche bilden auch kleine Gruppen. Also das sag ich. Ihr habt den Kurs gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch... Erst war Katrin dran. Also ich habe auch erst gedacht... brauche ich einen und ich habe es auch erst alleine versucht, bin aber jetzt auch echt dankbar, alleine um in das Reden zu kommen. Weil wenn ich mit anderen plötzlich über Gefühle und Bedürfnisse so spreche, wie ich es jetzt lerne, Was ihr denn? Genau.
Ja, das ist das, Katrin, wo zu mir früher echt meine Freundinnen gesagt haben, okay, Kathi, und wir weisen dich jetzt dann Ja, bald ein. das kann ich also. Weil ich niemanden hatte, mit dem ich dann das ausprobieren könnte. Und ich will ja auch so gerne, dass ihr eure eigene GfK am Ende entwickelt. Genau. Ja, also dass ihr das wirklich lebt, das meine ich ernst, wie ich das sage. Weil ich gebe natürlich schon auch Vorschläge, wie ihr das sagen könntet. Aber am Ende könnt ihr das machen, wie ihr möchtet. Hauptsache, ihr habt die Haltung und wisst, wo ihr hin wollt. Und Ja. dafür braucht es natürlich einen Prozess, weil wir das so nicht gelernt haben. Das ist es einfach. Genau. Also Also die. am Anfang. Ah, sorry, bei mir ist das immer so ein bisschen zeitversetzt. Ich will nicht reinreden. Würde sagen, es hört sich ja, also es hat sich für mich ja auch erst immer ganz komisch angehört, was ich jetzt da schreibe. Mittlerweile ist das so normal. Ach, voll schön. Ja. Janine, was wolltest du noch sagen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ähnlich ist wie am Anfang, weil es ja schon auch ein Training ist erstmal. Ist wie bei einer Fremdsprache. Wenn du das nicht sprichst und das zum Fließen kommt, dann irgendwie hakt es total. Und es gibt halt immer noch so diese GfK-Welt bei mir, mit wem ich da wie sprechen kann. Und dann gibt es die andere Seite, ob das die Eltern sind oder jetzt einfach auch andere Freundschaften, wo ich einfach weiß, okay, das schlucke ich für mich, es geht da rein, es geht da raus und ich kann damit gut umgehen. Und deswegen finde ich es total gut, einen zu haben oder zumindest irgendwie in den Ja, Austausch zu gehen. um da reinzukommen, ne? Ja, Also ich kann ja genau. wirklich mittlerweile sagen, dass meine Welt ist eine GfK-Welt. Deswegen sage ich auch immer, es gibt keine Nicht-GfKler. Für mich sind alles GfKler. Es steckt in jedem Menschen drin. Ja, dann gib dir noch ein bisschen Zeit. Warte mal, ich wollte noch Ich kurz. Ja, sortiere jetzt fragt mich, hier, guck mal, Lisa schreibt, ich habe mich auch angemeldet und bin super gespannt. Und nee, warte, also wir freuen uns auch auf dich, Lisa. Entschuldige. Bitte, ich wollte nur Fräulein Hansen schreibt, nämlich, na, wo ist sie denn? Wo, noch aus. Da ist die Omi. gebucht und aufgeregt, meine Mutti macht als Omi für unsere Tochter auch mit. Das Oh. ist einfach, solche Sachen sind Dämmer, da könnte ich heulen. Auch wenn Paare das zusammen machen, es ist, also es ist einfach so, ich sag doch ehrlich, das ist doch, warte, da war noch eine Großartig. Frage. Wo habt ihr euren Buddy gesucht und gefunden? Na, dafür ist zum Beispiel die Facebook-Gruppe da, ne? Die exklusive, wo wirklich, also mein Papa passt da penibel auf, weil da wollen natürlich auch viele rein, die den Kurs nicht gebucht haben, ne? Und mein Papa kontrolliert das alles und lässt nur die rein, die den Kurs gebucht haben. Und das ist eure Austauschplattform und damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann komme ich alle 6 Wochen live und dann tauschen wir uns aus. Und im Grunde genommen seid ihr eure eigenen Moderatoren da. Jeder nutzt die, wie er möchte. Manchen ist das auch zu viel. Jetzt gerade am Anfang, wenn es die Neuen kommen, da wird natürlich viele Beispiele genannt und Fragen gestellt. Wobei ich das wieder ein riesen cooles Übungsfeld für Leute finde, die den Kurs schon mal gemacht haben. Ja. Wie gehe ich mit diesen Überforderungen, dieser Hilflosigkeit um? Wie kann ich die Menschen empathisch im Sinne der GfK auffangen, ohne gleich Strategien vorzuschlagen? Also wirklich an diese neuen Menschen zu unterstützen im Sinne der GfK ist doch ein mega Übungsfeld, weil es gab wirklich dann auch einige, die sich beschwert haben, es wären so viele Teilnehmer, wo ich sage, Leute, wir wollen doch was, wir wollen die Welt bewegen. Da kann ich mich doch nicht beschweren, dass es zu viele Teilnehmer sind. Und dann, ich sage auch mal, jeder findet seinen Weg. Dann hätte ich es begrenzt, würden sich andere beschweren. Ich kann es nicht jedem recht machen. Ich mache es so, wie ich mich wohlfühle. Und das ist das, wie ich mich wohlfühle. Und ich lade jeden ein, zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe, für sich so zu nutzen, wie derjenige möchte oder diejenige. Und manche sind gar nicht bei Facebook. Dann kannst du entscheiden, dann lasse ich es. Und manche kommen extra zu Facebook nur deswegen, weil ich mich aus bestimmten Gründen eben für Facebook entschieden habe. Das ist ja, also, ne, es ist halt das Produkt, was du buchst, steht ja da drin. Ja. Das ist ein Angebot. Also ich habe es auch nicht weiter groß genutzt. Ich habe immer mal wieder, dass ich immer wieder mal reingucke, und Du mich ein hast ja bisschen auch deine ausgetauscht. Freundin, ne? Auch, genau. Und ich habe so ein, ich, so Gruppen sind bei mir so Trigger. Oh. Können wir nochmal dran Zum arbeiten, einen. Janine, ne? Da können wir. Ach, das sind so Dinge, das brauchst du nicht. Aber ich finde es trotzdem schön, sie zu haben. Und ich glaube, hätte ich jetzt auch meine Freundin, die Steffi, nicht gehabt, dann wäre es auch, glaube ich, auch noch mal viel lebendiger in der Gruppe für mich gewesen, so, dass ich die mehr genutzt hätte. Aber ein total schönes Angebot. Also,
Ja, Ich wollte Gabi, bei. meine Gute, ich Ja, würde mich kurz du verabschieden. Ich wolltest würde jetzt nämlich pinkeln noch gehen, ja, ich weiß, auch, ja. aber ich würde tatsächlich am allerliebsten erstmal meinen Kindern gute Nacht sagen Ja, noch. das machst du doch. Ich kann ja ewig mit euch quatschen. So. Das ist. Ja. War sehr schön. Ich war so aufgeregt und es war wirklich schön. Na, siehst du mal, gucken. Haben wir das doch zusammen hingekriegt? Auch Ja. an die anderen, die dabei waren, vielen, vielen Ja. Dank. Ich werde Ja. jetzt gleich noch ein bisschen quatschen, einfach bis alle weg sind, glaube ich. Kann Ja. mich ja sowieso nicht verabschieden. Das Außerdem mein dauert. Akku, ich habe nur Ich noch kann noch 8. Ich wiederkommen. antworte. Bleib noch da. Ich habe nur noch 8%, Leute. Ich glaube, der Akku entscheidet es heute, würde ich Ja, sagen. ja. So, Ach, ihr Lieben, schön. schönen Abend. Ciao, Mach's ciao, ciao, gut. ciao. Tschüss. So, jetzt gucke ich noch mal ein bisschen in die Kommentare. Das war so schön. Ich mag das so gerne, mich mit meinen Kursleuten auszutauschen. Warte mal. Warte mal. Ach, guck mal, Sandra, schreib doch gerne eine Mail an mail@kw-herzenssache.de. Wir versuchen dir zu helfen. Familie leicht gemacht hat gebucht. Herzlich willkommen, würde ich mal sagen. Ihr habt da ja auch so eine Vorlage, wenn ihr gebucht habt. Ich feiere das mega ab, wenn ihr die runterladet und bei Instagram teilt, weil dann kann ich euch teilen und wir feiern das quasi zusammen. Das ist für mich immer ein Highlight, wenn ich dann auch sehe, wer gebucht hat. Tschüss, Janine, vielen Dank fürs Mitmachen. Oder hast du den anderen Tschüss gesagt? Das weiß ich jetzt nicht. Der Rabattcode vom Webinar ist bis heute Abend 23:59 Uhr gültig. Das ist für alle, die beim Webinar angemeldet haben. Du kannst den Kurs auch ohne Facebook machen. Dann verzichtest du auf die Facebook-Gruppe. Das geht auch, hast du ja gerade gehört. Katrin wollte noch nicht gehen. Katrin muss ja auch nicht gehen. Ja, Nicole, das ist so schade, dass das bei dir mit der Kamera schwierig war. Und du hast im Chat so unterstützt, das habe ich gesehen, Nicole. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Das ist wirklich für mich mehr als Unterstützung, das ist für mich wirklich Wertschätzung gewesen. Ich habe das parallel versucht zu verfolgen. Ah, warte mal. Ach, Kathi, einfach danke, bin seit der ersten Runde dabei und du hast so viel verändert. Das freut mich so sehr. Bewusst Familie. Wie auch immer du heißt, das freut mich so sehr zu lesen. Ach, Janine hat den anderen Tschüss gesagt. Ich hätte mich schon gewundert, Janine. Du bleibst doch bis zum Schluss. Nur am Montag, da bist du früher gegangen, weil du deinem Sohn Nähe geben wolltest. Finally Fila fragt, was würdest du sagen, ändert sich nach dem Kurs? Mehr Empathie? Fragezeichen. Vielleicht kann Janine das auch beantworten. Die ist ja noch dabei, die hat den Kurs gemacht. Wobei jetzt auch viele, ich speichere das live ja auch, eigentlich alle Teilnehmerinnen darüber gesprochen haben. Karina ist auch dabei. Herzlich willkommen. Oh Mann, Leute, ich feiere das so mega ab, dass ihr dabei seid. Minino schreibt, mein Mann und ich werden auch dabei sein. Sagt der Mann bitte herzliche Grüße. Ich freue mich auf euch. Anjisu Schur macht es auch mit ihrem Mann. Das ist ja sowieso, glaube ich, mit das Wertvollste. Bea Lu schreibt noch, ich überlege noch, habe ja noch 1:22 Zeit. Ja, genau, nimm dir alle Zeit, nicht? Bis 23:59 Uhr. Was brauchst du denn noch, Bea Lu? Können wir dir noch irgendwie helfen, ob das was für dich ist oder nicht? Weil der Kurs ist ja jetzt vielleicht auch nicht für jeden was. Also, das habe ich nie behauptet. Das Live findet nicht bei Facebook statt, sondern bei Webinar Jam. Genau. Hier gab es ein. Oh, hab die Frage nicht gehört. Die Frage war, Janine, ob du durch den Kurs, warte, ich scroll nochmal hoch. Oh Gott, da kommen so viele Nachrichten rein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, guck mal, Helena ist auch da. Nachtigall allesamt. Wo ist denn jetzt die Frage, Mensch? Ah, hier, halt, da ist sie. Was würdest du sagen? Ändert sich nach dem Kurs mehr Empathie? Fragezeichen, Janine. Könntest du das mal als Kursteilnehmerin beantworten? Ich sehe immer nur gebucht, gebucht, gebucht. Das liegt bestimmt an meinem Cremant, den ich hier trinke. Mein Mann ist offensichtlich noch im Büro. Der schreibt mir gerade die ganze Zeit Nachrichten. Babe, komm doch mal nach Hause jetzt. Hier, komm mal ran hier. Wir wollen doch noch Serie gucken. Es ist ja schon 20 vor 11, Leute. Sag mal, tickt's eigentlich noch?
Was ist denn hier los? Elf Illy schreibt Tick-Tack, 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 ja, zu Belu. Was können wir Belu helfen? Hat sie geschrieben? Warte, hier hat sie geschrieben. Brauch immer etwas länger. Nimm dir die Zeit. Bist du noch hin und her gerissen? Weil, was fehlt dir noch? Oh, Helenas Jahr hat auch gebucht. Helenas Jahr, ich glaube, wir wollten doch eigentlich gern auf YouTube auch mal mit den Konfliktengeln das was machen. Kann das sein? Ich meine, mich zu erinnern. Ich bin mir gerade unsicher. Kurze Frage, das Bonusmaterial, wird das noch freigeschaltet? Würde die Geschichten super gerne auf Tonis ziehen. Es ist so, Helena, dass das Bonusmaterial erst in Modul 7 freigeschaltet wird, weil du dann alle Grundlagen hast, um das Bonusmaterial auch entsprechend zu nutzen. Was du von Anfang an hast, sind die 6 Meditationen. Und da habe ich jetzt schon Feedback von alten Kursteilnehmerinnen bekommen, die ja die 6 Meditationen auch erst jetzt bekommen haben, dass die offensichtlich sehr tief gehen, diese Meditation. Damit kannst du erstmal anfangen, machst den Kurs in Ruhe und in Modul 7 hast du dann alle Zusatzsachen. Ja, ich weiß, Elli, beim Webinar konnten einige keine Kommentare senden. Dass es beim Live auch nicht klappt, da mag ich mich noch nicht anmelden. Naja, das Ding ist, also die Übungsgruppe mache ich deswegen über Zoom. Nur bei Zoom würde mich das 20.000 Euro kosten mit der Anzahl der Teilnehmer. Das bin ich dann gerade nicht bereit. Du stellst ja die Frage für das Live, Elli. Im Vorfeld. Also du schickst mir die Frage im Vorfeld per Mail. Du kriegst da eine Mail, wo du einen Button hast, auf den klickst du und da kannst du die Frage stellen. Ich sortiere die Fragen im Vorfeld und beantworte diese. Das heißt, diese Sorge ist vielleicht ein bisschen unbegründet, weil du im Chat im Live eigentlich gar nicht so viel zu schreiben hast. Wenn es denn klappt, kannst du dich mit den anderen, kannst du da irgendwas dazu schreiben. Nur ich sag mal an sich, kriege ich die Fragen vorher, ich schaue die durch, ich sortiere die, weil es oft dieselben Fragen sind, die kommen und dann cluster ich das so ein bisschen nach den Themen. Frieda schreibt, ja, mehr Empathie, mehr Einfühlung, mehr Verständnis. So sieht's aus, Schätzelein. Frieda, du warst doch auch bei den Lives dabei. Und ich habe doch die Fragen im Vorfeld sortiert. Wie ist denn das, wenn der Chat dann bei manchen nicht funktioniert? Das ist halt dieses, ich weiß auch nicht, dieses Webinar-Jam, das kostet halt ja auch Kohle, ne? Und dann funktioniert das nicht. Und wir haben mit denen schon Mails hin und her geschrieben. Das sind Amerikaner, die sitzen in Amerika. Mein Mann hat sich da die Zähne ausgebissen. Es ist der Marktführer, Leute. Was kann ich sagen? Sobald es irgendwas anderes gibt, werden wir auf jeden Fall wechseln. Manchmal sind uns eben dann auch die Hände gebunden. Und es ist auch so, wenn teilweise Leute von euch die E-Mails nicht bekommen, also die Aufzeichnung zum Beispiel vom Webinar, liegt das in der Regel an eurem E-Mail-Anbieter. Freenet, Yahoo, GMX, die lassen diese E-Mails nicht durch. Das ist sehr, sehr bedauerlich, ist für uns ja auch total blöd, weil manchmal echt wichtige Mails rausgehen, die dann bestimmte Leute nicht bekommen. Also wer die Sicherheit haben möchte, dass solche E-Mails ankommen, jetzt nicht nur von mir, auch von anderen Leuten vielleicht, der ist herzlich eingeladen, über einen Wechsel des E-Mail-Anbieters nachzudenken. Das nur mal so als Info, weil wir hier im Hintergrund natürlich extrem immer versuchen, dass alles okay ist für alle. Wir geben wirklich alles. Belu schreibt, sollen wir uns hier und jetzt zusammen dafür entscheiden? Also Belu braucht noch offensichtlich einen Partner oder eine Partnerin. Vielleicht ist das deine Strategie, um den Weg zu schaffen. Und ihr sollt nicht, sondern ihr seid herzlich eingeladen. Floppy schreibt, also Janine, du, Kathi, die Meditationen sind das die aus den Übungsgruppen. Es sind die aus den Übungsgruppen, allerdings noch mehr und mit Musik. Warte, jetzt ist mir hier die Kommentarfunktion. Ich sehe mich nicht mehr. Seht ihr mich noch? Naja. Jetzt wieder. Teilweise Meditation aus der Übungsgruppe. In jeder Übungsgruppe starte ich ja mit einer Meditation, allerdings eben mit Musik und professionell eingesprochen und so. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Schnickschnack. Und ich glaube, es gibt auch ein, zwei Meditationen, die du noch nicht kennst. Schnicki gehört auch zum Team, nicht entscheiden können. Was machen wir mit euch, Leute? Dann seid ihr jetzt schon zu dritt. Du darfst, wie ihr im Live Fragen stellen könnt, indem ihr bekommt, passt auf,
Ich erkläre es jetzt ganz genau. Mittwoch am 10.3. wird Modul 1 freigeschaltet. Am Freitag bekommt um 6 Uhr morgens, kriegt ihr eine Mail. Modul freigeschaltet, hier, klick hier. Dann kriegst du am Freitag um 6 Uhr morgens eine Mail, wo du einen Link bekommst, wo du deine Frage stellst. Diesen Link kannst du benutzen bis Montag um 10 Uhr, weil ich dann Zeit brauche, die Fragen zu sortieren, und es sind einige, damit wir um 20 Uhr am Montag, also am 15.3. das live machen, wo ich dann diese Fragen Schritt für Schritt beantworte. Ich sammle alle unbeantworteten Fragen, weil wir die dann in Live Q&A 8, nämlich alle noch offenen Fragen, die unspezifisch waren, zum Modul mit auf, weil jedes Modul ist ja für ein, ach Quatsch, jedes Live-Q&A ist ja für ein Modul. Herrgott nochmal. Es ist auch eine Wissenschaft für sich, ne? Bei welchem Anbieter gibt es denn keine Probleme? Bei Gmail zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, nur mal sicher. Ich glaube, Durga liegt schon im Bett. Jetzt fragt noch Susanne, sind die 347 Euro der Preis, bei dem die 15% schon angerechnet sind? Nein. Da kommen die 15% runter. Das ist der Rabatt für die Webinarteilnehmerinnen. Bela Luscheid, dann hoffen wir mal, dass der Akku noch bis zur Entscheidung hält. Stimmt mein Akku? Naja, sonst gehe ich mit euch zur Steckdose. Also sag mir einfach Belu oder Bealu. Bealu wahrscheinlich, ne? Bealu. Wie kann ich dir helfen? Ich würde dir gerne helfen, eine Entscheidung zu treffen, und ich möchte dich in gar keine Richtung drängen. Danke für die Erklärung. Bin bei Frenetisch, habe mich jetzt bei deinem Kurs angemeldet, und danke, dass das Thema dort kommt. Jetzt bin ich gespannt, das habe ich nicht ganz verstanden. Jule hat sich Mittwoch gleich angemeldet und kann es kaum erwarten. Ich freue mich mega auf dich. Ich gucke mal weiter unten. Oh, yes, Maria. Du hast vergessen, den Gutschein einzulösen. Schreib bitte der lieben Durga mail@kw-herzenssache.de. Janine schreibt, sie hat mit Yahoo nur eine Mail nicht bekommen. Ja, da hast du Glück gehabt, Janine. Das kann ich dir sagen, du. Wartet mal. Janine ist wieder da. Ja, komm doch wieder rein, wenn du willst. Schick's mir eine Anfrage. Rabattzeit verschieben, mir fehlt die Wertschätzung. Welche Wertschätzung denn? Gib dir doch gerne selber Wertschätzung. Ich kann, also Rabattzeit verschieben ist wirklich schwierig, weil mir ist Glaubwürdigkeit sehr wichtig, und wir haben das so entschieden, und da hängt ja auch ein riesen Rattenschwanz dran. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Vorstellung habt, welche Technik dahinter hängt. Und wir haben es wirklich, also wir gehen ja richtig auf den Sack, Leute, finde ich. Instagram, Podcast, E-Mails. Und wir geben uns solche Mühe, dass möglichst alle mitbekommen. Und es gibt dann doch Leute, die sagen, ich war jetzt halt eine Woche nicht bei Instagram, und sage ich, ja, bist du für Newsletter angemeldet? Ja, nee, bin ich nicht, weil ich erfahre ja alles über Instagram. Sage ich, naja, manches eben dann doch nicht. Und wenn du dann eben mal eine Woche nicht bei Instagram bist und so weiter, also kümmert euch bitte um euch. Und das sind eben die Vorgaben, die wir machen, und findet für euch Wege, wie ihr damit klarkommt. Die Mailadresse kannst du so einfach nicht ändern. Da würde ich jetzt Durga schreiben. Oh Gott, Durga bringt mich um. Wenn jetzt einige schreiben, die ihre Mailadresse ändern wollen, frag gerne mal Durga bei mail@kw-herzenssache.de. Durga schläft hoffentlich schon. Sagt ihr nicht, dass ihr es von mir habt. So. Janine, jetzt komm doch nochmal rein. Ach nee, du kuschelst gerade mit den Kids. Nee, das macht ja, dann bleibst du da. Sag deinen Kids liebe Grüße. So. Was haben wir noch offen? Ach so, dir fehlt die Wertschätzung für meine Arbeit. Ach du hier, jetzt habe ich das verstanden. Jesus Maria, nein. Das habe ich mir ja überlegt. Vielen Dank für diese Form der Wertschätzung. Manchen ist der Kurs zu teuer. Wobei ich finde, dass ich ja für mich schon einen Weg gefunden habe, mit dem ich okay bin, und diese extra Bonus biete ich ja eben an. Das habe ich ja oft genug angekündigt. Und ich weiß auch, es gibt ja auch eine Ratenzahlung mit dreimal 120 Euro. Da sagen manche, das ist ihnen auch noch zu viel. Nur das beschränken wir halt ein bisschen, weil wir natürlich auch das hat technische Hintergründe und eben auch teilweise Menschen, also drei Raten ist denn schon, das möchte ja auch kontrolliert werden und hinterher und so weiter. Das brauche ich euch jetzt nicht näher. Also ich könnte hier aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich euch.
wir versuchen, einen Weg zu finden, der für uns und für euch okay ist. Sagen wir es so. Chrissy, vielen Dank. Oder Chrissy? Ja, Mittwoch geht's los, Leute. Macht es Sinn, dass ich zunächst alle Podcast-Folgen höre und danach entscheide, ob ich irgendwann einen Kurs mache oder sagst du, ist Quatsch? Das hätte ich jetzt gerne die anderen gefragt, die den Kurs gemacht haben. Ich persönlich würde sagen, ich würde es parallel machen. Weil du kannst den Kurs nicht mit dem Podcast vergleichen oder andersrum. Der Podcast gibt immer wieder so Impulse und der Kurs geht halt richtig in die Tiefe. Weiß nicht, ansonsten, wer den Kurs gemacht hat, vielleicht möchtet ihr der Carrie Glowy noch darauf antworten. So. Ja, Sishi. Was denn hier? Ja, das mit den E-Mails ist gut zu wissen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach jeden Tag dazu kurz was in der Story sage. Mache ich natürlich nicht. Nur, weil das wissen einfach viele nicht. Ne? Und es gibt halt diese Mail-Anbieter, die bestimmte E-Mails einfach nicht durchlassen. Da sind uns dann auch echt die Hände gebunden. Mei, Leute, es sind ja immer noch fast 200 Menschen da. Was machen wir denn jetzt? Ich kann auch so schlecht Tschüss sagen. Mein Mann ist auch immer noch nicht nach Hause gekommen. Der wollte eigentlich um 9:45 hier sein. Ich weiß nicht, ob er dabei ist. Babe, komm mal ran jetzt. Es ist meine Unterstützung, damit ich es schaffe aufzulegen. Ich gucke nochmal durch. Ach so, jetzt schreibt Scharfenberg Sarah. Ich habe mir das vor einem Jahr gedacht und mit jeder Podcast-Folge wollte ich mehr. Diesmal bin ich dabei. Yay, welcome. Also der Podcast ist wirklich, das ist so ein Impulsgeber und beim Kurs gehst du richtig rein. Wie Janine es so schön gesagt hat, mit dem Kurs nimmst du uns an die Hand durch die GfK-Welt. Ja, das gefällt mir eigentlich sehr, wie sie es gesagt hat. Dann gibt es die Frage, raten, es gibt dreimal 120 Euro. Ihr helft euch hier auch gegenseitig, deswegen versuche ich das. Du fragst, ich glaube, nach dem Kurs ist es schwierig, mit Anführungsstrichen mit anderen zu sprechen, die noch nicht in diese tolle Welt eingetaucht sind. Naja, also ich sage dir mal so, ich lebe ja auch in dieser Welt und in meinem Umfeld gibt es ganz viele, die noch nicht in diese Welt eingetaucht sind. Und wenn du das wirklich lebst und verinnerlicht hast, womit ich dir ja mit dem Kurs helfen möchte, wirst du damit umgehen können. Dazu habe ich ja letztens auch ein IGTV gemacht, am Anfang mit der GfK auch echt von einigen Menschen getrennt. Aufgrund dessen, weil ich das nicht handeln konnte, bereue ich bis heute nicht. Weil wenn ich mich dann bewusst getrennt habe und wusste auch warum, durften ja auch neue Menschen dazukommen. Und mittlerweile sind es ja so viele neue Menschen. Ihr seid ja alle meine GfK-Buddies sozusagen. Versteht ihr? Das ist ja im Grunde genommen, erfülle ich mir ja mit dieser Herzenssache meinen größten Traum. Weil ich eine Community, eine Welt schaffe, die diesen Spirit hat. Das ist schon richtig schön. Ja. Tina hat auch gebucht. Hat vor Aufregung vergessen, den Rabattcode einzugeben. Schreibst du bitte der Durga, ja? mail@kw-herzenshaft.de. Janine, ja, du bist ja auch wirklich so ein harter Kern. Wir machen so viel zusammen. Wir bewegen so viel. Und wer im Webinar dabei war, live oder in der Aufzeichnung, weiß, heute habe ich es ganz gut im Zaume, wie meine Emotionen da auch mitspielen. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich bin so dankbar, dass ich mittlerweile mit dieser Sache auch, dass ich davon leben kann. Das habe ich euch zu verdanken und gleichzeitig möchte ich diese Vision leben und es in die Welt tragen. Und jeder Mensch, der neu dazukommt, ist einfach ein Geschenk für Empathie und für Frieden. Und wer die Podcast-Folge mit meinem Sohn kennt, ich werde es nie vergessen, als ich ihm die Frage stelle, wie würde eine Welt aussehen, in der die GfK Standard wäre? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich die Frage formuliert habe. Und dann sagt er, naja, Mama, ich glaube, es wird zum Beispiel gar keine Gefängnisse geben. Zum Beispiel. Ja. Weil wenn du mit der tiefen, tiefen Haltung der GfK auf die Welt guckst, dann ist dem so. Es ist für uns unvorstellbar,
dass das möglich wäre. Ich glaube da einfach dran. Und auch wenn es weiterhin Gefängnisse gibt, können wir ja trotzdem Empathie in die Welt tragen. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und das versuche ich jeden Tag immer mehr. Genau, ihr Lieben. Ich kann ja nicht aufhören. Jetzt ist meine Flasche leer, mein Mann ist weg. Mein Mann ist weg. Sind meine Eltern noch dabei? Mama, Papa, seid ihr noch dabei? Ist noch jemand da? Es sind noch 100, 176 Menschen dabei. Möchtet ihr noch was wissen? Ah, jetzt wird's interessant. Bea Lu hat geschrieben, ich habe mich entschieden, ich melde mich gleich im Anschluss an. Kathi hat mich überzeugt mit ihrer sympathischen, authentischen Art. Das freut mich sehr, Bea Lu. Wir heißen dich herzlich willkommen. Wer weiß, wie lange das Live noch geht, achte drauf, 23:59 Uhr, der Code. Ansonsten könnt ihr euch anmelden bis 9.3., bis nächsten Dienstag. So. Ich habe hier gerade, irgendjemand hat eine Anfrage gesendet. Meine Mutter ist noch dabei.